بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليثره على دين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, Ibn Umar berichtet, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم gesagt hat: Bunya al-Islam wa ala khams. Der Islam ist auf fünf Dingen aufgebaut. Erstens Shahadat. Das heißt, das Bezeugnis, La ilaha illallah, dass keiner das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah, und dass Mohammed sein Gesandter ist, das wa an tuqima salam, dass er das Gebet verrichtet, wa tuti zakah, wa ita'i zakah, und dass es die Zakah gibt, und dass man die Hajj macht und dass man fastet. Diese fünf bekannten Säulen des Islam. In diesem Hadith wird sogar die Hajj vor dem Fasten genannt. Und wenn der Prophet sagt, der Islam baut auf diesen fünf Säulen auf, dann ist das eine besondere Bedeutung. Denn er sagt nie, er nimmt hier keine andere Tat, er nimmt diese fünf Säulen. Shahada, Gebet, Zakah, Fasten, Hajj, die Pilgerfahrt. Diese fünf Sachen. Und darauf baut der Islam auf. Darauf baut der Islam auf. Und wir wissen in der Sunna, weil es geht heute hauptsächlich um die Hajj, um die Pilgerfahrt, aber ich denke und ich sage euch von vornherein, in diesem Dars, in diesem Unterricht werden viele Tipps für die Allgemeinheit der Muslime sein. Selbst wenn du noch nicht vorhast, zu Hajj zu gehen, gebe ich dir den Tipp, diese Sache anzuhören. Das heißt, der Islam baut auf diesen fünf Säulen auf. Er hat nicht gesagt, der Islam baut auf dem Adhan auf, oder er sagt auf dem Gebet, Hajj und so weiter. Das heißt, wenn der Islam darauf aufbaut, das heißt, wenn eine Säule darum fehlt, dann ist dein Islam wackelig. Und das ist eine ganz eindeutige Sache. Und wir reden heute über die Hajj, weil die Hajj erstmal vor der Tür steht. Ja, wir befinden uns jetzt im Monat Shawwal. Der Monat Shawwal ist fast vorbei. Und der Monat Shawwal gehört schon zu den Monaten der Hajj. Ja. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ إِسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Das heißt, und für Allah obliegt es den Menschen, die Hajj, die Pilgerfahrt durchzuführen. Ja, für den, der es kann. Und wer ungläubig ist, so ist Allah reich erhaben über die Welt. Allah braucht dein Hajj nicht, sondern du brauchst diese Hajj. Und leider sehen wir heute, dass viele Menschen diese Säule sehr vernachlässigt haben. Es ist erstens eine Pflicht. Wer sagt, dass es keine Pflicht ist, ist nach Ijma, nach dem Konsens der Gelehrten, ungläubig. Wer sagt, nee, Hajj müssen wir nicht machen. Wer die Hajj machen kann und er macht sie nicht, ist sündig. Wie jemand, der beten kann, hier, ist für den, der kann, ja, wer beten kann, aber er betet nicht, ist sündig. Und wer die Hajj machen kann und er macht die Hajj nicht, befindet sich in Sünde. Und eine Säule des Islam zu unterlassen, auf die der Islam aufgebaut ist, ist eine große Sünde. Das heißt, es ist eine große Sünde, wenn man stirbt und hat die Möglichkeit, die Hajj zu machen, macht sie nicht. Das ist Punkt 1. Das heißt, wenn wir jetzt Leute sehen, die die Hajj machen wollen, wir fragen ihn erstmal, warum willst du überhaupt die Hajj machen? Was ist deine Antwort darauf? Wallahi, du siehst viele Menschen, welche Antwort haben sie darauf? Welche Antwort haben sie darauf? Frag mal. Als erstes müssen wir uns vergewissern und wissen, dass alle diese Säulen, die wir tun, immer in Verbindung stehen mit einer Säule. Und was ist die Säule? Die Shahada. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Niemand hat das Recht angebetet zu werden, außer Allah. Das heißt, dass du die Taten nur für Allah machst. So wie der Prophet sagt,
innama al-a'malu binniyat. Wahrlich, die Taten sind entsprechende Absichten. Wa li kulli imrin ma nawa. Und für jeden Menschen ist das, was er beabsichtigt hat. Ja? Und dann sagt er, und wer Hijra macht, ja, zu Allah und seinem Gesandten, so ist seine Hijra für Allah und seinen Gesandten. Das heißt, er wollte Hijra machen, auswandern. Ja, da von Mekka nach Medien kriegt er Lohn. Und wem seine Hijra aber ist, für die Dunya, um die zu bekommen, oder eine Frau zu heiraten, der kann die Frau in der Dunya, aber der kriegt keinen Lohn davon. Das heißt, wenn man eine Tat beabsichtigt, muss man wissen, dass man sie nur für Allah subhanahu wa ta'ala macht. Hier gibt es großen Schirk und kleinen Schirk. Einmal, dass ich eine Tat mache, eine Ibadah-Tat, und ich widme die jemand anderen außer Allah direkt. Das ist Schirk. Dann gibt es den kleinen Schirk, dass man zum Beispiel etwas macht, aber nicht 100% davon sind für Allah, sondern einiges davon ist, wala'udhu billah, für die Menschen. Und da sagt der Prophet, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich bin losgesagt von denen, die mir Teil aber geben. Man amila amalan ashraka fi ma'i ghairi taraktuhu wa shirku. Wer eine Tat macht und gibt mir dabei einen Beigesellen, so habe ich ihn verlassen, seine Tat. Das heißt, wenn jemand zur Hajj geht oder irgendeine Tat macht und er erwartet deswegen Lohn von den Leuten, dass die Leute ihn loben, oder er fährt zur Hajj, damit die Leute sagen, ja, Hajji, er will den Titel am Hajji, oder andere Gründe, dann hat er keinen Lohn zu erwarten. Das heißt, wenn wir wirklich diese Hajj machen wollen für Allah, müssen wir uns vergewissern, für wen machen wir es. Und um uns zu vergewissern, um das zu verinnerlichen, müssen wir uns bewusst sein, welchen Lohn der Prophet Sallam dafür beschreibt. Erstens, dass wir von der Sünde wegkommen. Denn wir haben schon gesehen, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَتَعَى إِلَيْهِ سَبِيلًا. Dass du dahin gehst und sagst, ich will diese Pflicht verrichten, damit ich nicht am jüngsten Tag aufgeweckt werde, am jüngsten Tag, Yomul Qiyam, und dass zu mir gesagt wird, wo ist deine Hajj? Du hattest Geld, du hattest Autos, du bist so oft in Urlaub gefahren, woanders, aber du hast keinen Hajj gemacht. Eine große Sünde, die in die Hölle führen kann. Dann die zweite Sache ist, dass wir schauen, was hat der Prophet Sallam über diese Sache gesagt. Wir wollen am jüngsten Tag ohne jede Sünde stehen. Keine kleine Sünde, keine große Sünde. Und die Hajj ist ein Mittel, dass du dich von deinen Sünden reinigst. Der Prophet Sallam sagt, Men Hajja hadal Bayt, wer Pilgerfahrt zu diesem Bayt macht, walam yarfuth, walam yafsuk, und keinen Frevel begeht und keine Raff macht, Obszönität, Raja'a kayyomi waladatu umuhu, der wird zurückkehren, wie an dem Tag, wo seine Mutter ihn geboren hat, von seinen Sünden, min zunubi, von seinen Sünden. Das heißt, er hat keine Sünde mehr. Das heißt, du möchtest dahin gehen und zurückkommen, ja, ohne eine Sünde. Dann sagt Allah an einer anderen Stelle im Koran, dass man dort Rafs, Fusuk und Jidal lassen soll. Jidal, Streitgespräche und so weiter. Ja. Hier in diesem Fall, das ist eine Bedingung, dass deine Hajj angenommen wird, dass du diese Dinge lässt. Und dann natürlich, dass du es für Allah machst, das ist die erste Bedingung. La ilaha illallah. Dann die zweite Bedingung ist, Muhammad Rasulullah, dass du die Hajj so vollführst, wie der Prophet Sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und wie wird die Hajj Mabrur angenommen, dass du es so machst, wie der Prophet Sallallahu alaihi wasallam gesagt hat? Ja, denn der Prophet Sallallahu alaihi wasallam sagt, Khudhu anni ma nasikakum. Und so ist das in jeder Tat. Ja, nicht nur bei der Hajj. Das heißt, nehmt von mir die Pilgerin. Der Prophet sagt doch, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Betet so, wie ihr mich beten gesehen habt. Aber hier ist es so, dass hier ist es eben genauso in der Hajj, dass wir genau nach dem Schema des Propheten die Hajj vollführen müssen. Erstens Ikhlas, zweitens nach dem Schema des Propheten, drittens, dass wir Jidal, Rafs, Fusuk und diese Sachen lassen. Jetzt etwas sehr Wichtiges, und das sollte das Ziel von jedem Menschen sein. Denn wenn wir sagen, die Sünden sind vergeben, für Yomi Waladatu Umu, das ist schön, aber es kann sein, dass er danach wieder Sünden bekommt und vielleicht doch in die Hölle geht. Aber was sagt der Prophet noch? Der Prophet sagt, Al-Umratu ila al-Umrati kaffaratun lima bainahuma. Die Umra zu Umra ist eine Auslöschung der Sünden, was dazwischen ist. Wal-Hajjul Mabrur leysa lahu jazahun illa al-Jannah. Und die angenommene, gute Hajj, für die gibt es keinen Lohn außer Jannah. Denn wenn du jetzt keine Sünde mehr hast, das garantiert dir nicht, dass du später wieder Sünden machst. Aber wenn du diese Hajj richtig gemacht hast,
hast du die Garantie, dass du ins Paradies gehst. Und das ist unser Ziel. Denn wenn du ins Paradies gehst, heißt das, dass du von der Hölle weggekommen wirst. Und jeder wird sterben. Und Allah sagt, kullu nafsin dha'ikatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Und euren Lohn werdet ihr am jüngsten Tag kriegen. فَمَنْ زُحْزِ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسَ. Und wer dann von der Hölle weggebracht wird und geht in den Paradies kann rein, der wird gewinnen. Deswegen, wir müssen uns verinnerlichen, wie wichtig es für uns ist, dass wir diese Hajj, dass die von uns angenommen wird. Das heißt, das müssen wir verinnerlichen. Ich frage dich, was sind deine Ziele? Wir sehen Leute, die gehen zur Hajj, weil die wollen Hajji genannt werden. Leute, die gehen zur Hajj, weil die wollen Urlaub machen. Siyaha, Urlaub wollen sie. Ach, das ist aber schön, das ist schön. Heute, die gehen zur Hajj, weil, ach ja, das muss man ja gemacht haben. Ich habe jemanden gefragt, warum bist du hier? Er hat gesagt, ja, muss man auch mal gesehen haben. Urlaub. Ja, gucken wir mal, was haben wir hier, was haben wir da. Andere Leute, die fahren zur Hajj. Ja? Einmal gibt es die Hajj-Riten, einmal bist du in Mekka, der heiligste Ort. Der Prophet sagt, ein Gebet in Masjidul Haram ist wie 100.000 Gebete in einer anderen Moschee. 100.000 Gebete. Nicht 1.000, 100.000. Du kannst Tawaf machen. Deine Dua wird akzeptiert. Du hast Ma'u Zemzem, was du jeden Tag trinken kannst. Und der Prophet sagt, Ma'u Zemzem lima shuribala. Das Ma'u Zemzem ist für das, was getrunken wird. Wo du Dua machst, dass du ins Paradies hineingehst. Das heißt, diese Hajj muss dich verändern. Diese Hajj muss aus dir einen anderen Mensch machen. Du musst zurückkommen und ein Nur bekommen von Allah, dass man in deiner Stadt keine Laternen mehr braucht. Und glaubt es mir, Wallah, es gibt Leute, die haben sich dadurch verändert. Aber die meisten verändern sich nicht. Es gibt Leute, die kommen von der Hajj zurück. Genau dasselbe. Sind weiter am Rauchen. Sind weiter kein Hijab am Tragen. Urlauber. Das heißt, seine Hajj, das war Urlaub. Ausgaben von Geld und Anstrengung. Und hier geht es darum, euch klar zu machen, warum fahren wir dorthin? Um das Jannah zu bekommen. Das Paradies. Ewige Bleibe. Utruduha bisalam. Dhalika yawmul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Tretet in einen Frieden, dies ist der Tag der Ewigkeit. Dort gibt es für sie, was sie wollen, bei uns gibt es noch mehr. Und Allah sagt, Inni adatu li ibadis salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khata ala qalbi bashar. Ich habe für meine Rechtschaffenen hier vorbereitet, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Das muss das Ziel sein. Und wenn das Ziel ist, und Wallahi, ich habe das Gefühl, weil das nicht das Ziel von den meisten Menschen ist. Wenn das dein Ziel ist, was wirst du danach tun? Danach wirst du gucken und fragen, wie erreiche ich dieses Ziel? Und wie erreichst du dieses Ziel? Erstens Ikhlas, zweitens Mutaba, drittens Jidal, Raf, Fusuklas. Hier, zweiter Punkt, Itiba, dem Propheten aus seinem Folgen. Und zwar 100%. Wie erreichst du das? Indem du dich vorbereitest, Bruder und Schwester. Und wie bereitest du dich vor? Indem du liest. Und wir werden jetzt inshallah eine Serie machen, in der wir genau erklären, wie man die Hajj macht. Ja. Nur viele Leute gehen zur Hajj und wissen gar nicht, wie sie Hajj machen. Sie verlassen sich einfach auf irgendjemanden, der vorläuft und ihnen irgendetwas erzählt. Bist du in allen Dingen so? Wenn du ein Haus bauen willst, bist du auch so, dass du irgendjemandem vertraust und sagst, ja, mach das, dann machst du das. Wenn du ein Auto kaufst, fragst du nicht, ja, welche Charakteristiken hat dieses Auto? Sagst du einfach, ach ja, Auto, nehmen wir das Auto. Nein, wenn du irgendetwas kaufst auf der Welt, dann fragst du, was ist der beste Weg? Wie macht man das? Wie baue ich mein Haus? Aber bei der Hajj fährst du einfach dahin und du sagst, ja, die werden mir schon richtige zeigen. Informiere dich. Und leider kenne ich in Deutschland keine guten Bücher darüber. Ich kenne keinen. Deswegen werden wir inshallah Durus Unterrichte machen in der nächsten Zeit, wo wir genau erklären, wie man die Hajj nach der Sunna des Propheten sallallahu alaihi macht. Denn wir sehen da Leute, ja, irgendjemand macht etwas, der eine macht so, dann sagt er, oh, der hat geklopft, da müssen wir auch klopfen. Dann hörst du da. Und jeder klopft, jeder kommt und klopft. Ah, das ist bestimmt auch von Hajj. Ah, hat der Prophet sallallahu alaihi auch gemacht. Und jeder ist am Klopfen, wirklich. Du siehst Leute, einer macht irgendwas, jeder macht nach. Aha, das ist bestimmt richtig. Bist du überall so?